das Medium der sozusagen, Menschenbildung die Rivalität mit dem Amphitheater glatt verloren. Ja. Und wir steuern heute in eine kulturelle Situation hinein, wo die Schule, wenn sie nicht außerordentlich aufmerksam ist, die Rivalität mit den Amüsier- und Enthemmungsmedien, die in unserer Kultur sich jetzt zunehmend manifestieren, auch verlieren wird. An der Stelle müsste die wirkliche Diskussion einsetzen. Da wird es spannend. Das andere ist eine Scheindiskussion und alle besonnenen oder Spengler-Tradition, die große Parallele spätantike Gegenwart zieht, ähnliche Verfallssymptome diagnostiziert und daraus ja konsequenterweise den Schluss zieht, wenn wir praktisch in einer vollendeten Dekadenz schon weitere Verwilderung, Rebarbarisierung der Kultur, dann müssen wir diese neuen technischen Möglichkeiten der jetzt eröffneten Gentechnologie nutzen, um pädagogisch gegenzusteuern. Also ich glaube, das ist der eigentliche... In einer technischen Weise, also Pädagogik als eine Menschentechnik verstanden. Also er hat ja einen sehr viel radikaleren Begriff von Pädagogik als der, dass man da freundliche Bildungsangebote macht, sondern man prägt Menschen. Natürlich zum Schwur. Also ja, das ist aber erst die interessante Ebene. In das Verhalten des vorhandenen Individuums, sondern in die biologische Substanz. Ja. So. Mhm. Oder ist es nicht das Thema? Doch, das ist das Thema. Ich würde sagen, hier müssten wir die Diskussion so beginnen, dass wir ein Motiv aufgreifen, das Herr Grosser ganz am Anfang bei Stichwort Bourdieu in die Diskussion gebracht hat, nämlich die Frage, kann man so philosophisch, so protophilosophisch, wie Sloterdijk das Thema angeht, nämlich mit Menschheit, Gattung, der Mensch, was wird aus ihm, was ist seine Zukunft, an das Thema ran? Oder gibt es nicht etwas, und ich glaube, das ist das Wort, das weder in einer Rezension noch in seiner eigenen Rede irgendwann mal vorkommt, gibt es so etwas wie Gesellschaft? Und das wäre mein Einwand, das würde ich ihn fragen. Haben wir womöglich, denn ich sehe die Sache viel harmloser, haben wir womöglich doch ein Recht darauf zu setzen, dass gesellschaftliche Evolutionsprozesse uns lehren, mit diesen Herausforderungen umzugehen, beziehungsweise Menschen, Bürger, in welchen Organisations- und Selbstorganisationsformen auch immer, testen, ausprobieren zu lassen, auch unterschiedlich diskutieren zu lassen, wie gehen wir mit dem Ganzen um. Das setzt allerdings eine viel optimistischere Diagnose unserer Gegenwart voraus. Also ich würde keineswegs davon ausgehen, dass wir rebarbarisiert sind und an der Grenze neuer Bestialität stehen, die es abzuwenden gilt, sondern ich würde einfach sagen, das Vertrauen in die gesellschaftliche Evolution, ihre Kräfte und vor allen Dingen ihr Potenzial der Mannigfaltigkeit, der vielfältigen Variationsmöglichkeiten, die sollte uns eigentlich entheben von dem Problem, wie gestalten wir neue Menschen. Denn ich glaube, die Evolution ist unendlich viel variantenreicher und möglichkeitsreicher als jede menschliche Fantasie. Ja, das ist Ihr Vorschlag, lieber Herr Wolf, aber danach wird sich nicht die Weltwissenschaft richten. Also da gibt es schon unterschiedliche Wissenschaftsinteressen. Sie vertreten Ihre... im letzten Jahr des 20. Jahrhunderts, dass ich dem nicht bereit bin zu folgen. Ich denke auch, da ist es eine Entsprechung zwischen Ihnen beiden. Ihr Vergleich zu Spengler war sehr richtig. Nicht? Ja. Also warum diese Weltuntergangsstimmung? Und vor allen Dingen, es hängt bei Ihnen doch ein Teil dabei, wie es einige große Pädagogen sind, von denen ich, deutsche Pädagogen, denen ich einen besonders, dem ich gesagt habe, wenn sie Zeit Gutenbergs gelebt hätten, hätten sie gesagt, wie furchtbar das Buch zerstört unsere Kultur. Und heute heißt es, die neuen Medien zerstören unsere Kultur. Und das stimmt teilweise ja, teilweise nein. Und unsere drei Themen waren nicht drei verschiedene Themen, die Dinge gehörten zusammen. Die Beurteilung, die Wertbeurteilung der Dinge, die Art, wie man eingreift und das Problem Deutschland. Und da bin ich eher auf der Seite von Sloterdijk. Es gibt eine Praxis, der im Namen des Fingers, der von draußen auf einen zeigt, eine Art des Denunziantentums. Es war letztes Jahr bei einer Friedenspreisrede, war völlig richtig von dem oder jedem Punkt die Rede, die richtig war. Es dürfen Dinge nicht gesagt werden im Namen von. Und das, ich versuche seit 50 Jahren dagegen anzugehen, damit man unbefangen wieder in Deutschland sprechen kann. Aber unbefangen heißt natürlich nicht wertlos und mit Wertbezogenheit. Aber dass die Dinge zusammengehören, das Biologische, die Art und warum nur von der Gentechnik sprechen.
Es geht jetzt überhaupt für die Geburtenproblematik, für die Verpflanzungsproblematik. Ich habe kein Problem daran, wenn man mir eine Schweinsleber einpflanzt. Aber das an sich bringt das philosophische Fragen zwischen Mensch und Tier. Und das, heute ist es möglich. Und es gibt nicht nur die Gentechnik. Es gibt eine ganze Reihe von biologischen Techniken und medizinischen Techniken, die auch ganz tiefe Fragen stellen, wer ist wer, was wollen wir bezwecken, was können wir erlauben und was heißt das Überleben, dass der Begriff des Lebensunwerten, der lebensunwerten Wesen, ob das nun der alten Himmel angehört oder nicht, es stellt sich heute wieder. Es stellt sich jeden Tag in Hunderten von Altersheimen. Es stellt sich an einer ganzen Reihe von Dingen in der Frage, welche Eier lassen wir dabei und welche Eier lassen wir nicht dabei. Also die ganze Problematik der Deontologie, auf welche Werte bezogen, sind unwahrscheinlich schwierig. Und die drei Gebiete, von denen wir gesprochen haben, sind nicht drei getrennte Gebiete, sie gehören zusammen. Ja, und jetzt haben Sie die Frage so gelassen, auf welche Werte, aber da können Sie ja dann gleich weitermachen mit Ihrer anschließenden Bemerkung, auf welche Werte beziehen wir uns? Das lassen Sie offen. Nein, da könnte ich ein paar Stunden drüber sprechen. Sie wollen auch eigentlich nicht sagen, das sei jetzt schwieriger geworden. Oh, es ist an manchen Punkten schwieriger geworden, in manchen Punkten ist es einfacher geworden. Sutterberg. Also ich möchte gerne Herrn Bolz noch mal eine Frage stellen. Aus dem einfachen Grunde, weil mir seine optimistische und entproblematisierende Schilderung der Situation einerseits unendlich sympathisch ist. Und es mir für mich ein hoher Wert ist, mit Ihnen einer Meinung zu sein in diesen Dingen. Aber ich möchte dann doch wissen, ob Sie nicht auch glauben, dass diese Frage sozusagen nach einer neuen Kultivierungsstruktur auf der Ebene der erhöhten Risiken, auf der Ebene einer nicht zu leugnenden, nicht ungefährlichen Amüsierkultur, die heute zum ersten Mal eigentlich in der Geschichte der westlichen Menschheit wieder an das Niveau des antiken Amüsierfaschismus anknüpft. Das kann man so hart sagen, weil seit es in Amerika diese Kettensägen-Movies gibt, kann man sagen, hier ist ein merkwürdiges Gleichziehen erfolgt, über das nachzudenken, ja nicht ganz verboten sein kann. Ich habe übrigens einen Gewährsmann in der amerikanischen Universitätswelt, Mark Edmondson, der vor kurzem also ein hochaufschlussreich in Amerika sehr viel diskutiertes Buch über die Kultur der Gräuel- und Schauerromantik in der amerikanischen Kulturindustrie geschrieben hat, von dem ich glaube, dass wir guten Grund haben, das bald zu übersetzen und in unsere Diskussion hereinzunehmen. Phänomene, die kann kein Mensch leugnen, der Augen hat zu sehen und die gegenwärtige Kultur beobachtet. Nur der Punkt ist doch folgender. Mein Optimismus, ich hoffe, er ist nicht ruchlos, der rührt weniger von klarer Sicht der Zukunft, wer hatte ich schon, sondern rührt eher aus der Unmöglichkeit, meines Erachtens der Unmöglichkeit, die Frage zu beantworten, die sich überall stellt und die sich im Grunde chiffriert in Titeln wie Konzil oder Bürgergesellschaft oder sonst irgendetwas, nämlich wer entscheidet. Nicht? Also wenn es um solche Fragen geht, auch bei Werten, Herr Grosser, das ist mein Problem, das ich mit dem Humanismus habe, vor allem wenn er neue Probleme neu definieren, mit neuen Werten irgendwie kontern soll. Mein Problem ist, wer entscheidet. Und ich bin irgendwie im Grunde meines Herzens, muss ich zugeben, antielitistisch und habe nicht den Eindruck, dass unsere Gesellschaft bereit ist, noch irgendwelche Autoritäten zu akzeptieren, die auf dem Niveau Entscheidungen für uns alle vorformulieren. Und insofern, was wäre das Gegenteil zu Autoritäten, die entscheiden in solchen lebenswichtigen Fragen unserer Gesamtgesellschaft? Das kann nur das evolutionäre Ausprobieren der Gesellschaft, das Experimentieren mit sich selbst sein. Und da können wir mit einer gewissen Sicherheit auf sehr erfolgreiche Etappen zurückblicken im Umgang mit höchst schwierigen Situationen. Ja, aber ich glaube, da setzt ja doch Soderdijk an, dass er sagt, vielleicht kann es dieses Prinzip nicht mehr sein. Das Prinzip der evolutionären Erfolge, weil nicht nur Survival of the Fittest gilt, sondern weil sich die besseren Konzepte durchsetzen. Mit neuen Werkzeugen ausgestattet sind wir ja in Bereiche des Lebendigen jetzt unterwegs.
wo Vorentscheidungen fallen, wo sie nicht einfach sagen, war mal ein Experiment. Haben wir jetzt eine ganze Stadt voll gleicher Leute hier und es war, läuft nicht gut, war ein Experiment. In jeder Verfassung, auch in der der Bundesrepublik Deutschland, steht etwas ganz, ganz anderes. Das heißt, dass schon dieses Experiment verboten werden müsste. Unsere Frage, soll das auch künftig gelten? Und dann finde ich am Schluss von Sloterdijks Text mit Bezug auf eine Autorität, die heißt Platon, folgende Unterscheidung. Sie sagen, wir lassen uns das nicht mehr gefallen, dass Autoritäten bestimmen, wie wir uns zu entwickeln haben und wie wir uns sortieren in unserer Gesellschaft. Und da sagt er, es gibt einen Unterschied und der besteht in Einsicht. Einsicht. Die mehr Einsicht haben, heute sagen wir Expertenwissen, da denken wir schon wieder nur an Naturwissenschaft, Technik, weil wir diesen Begriff da reserviert haben. Das heißt Durchblick, würden unsere Kinder sagen. So, gibt es Leute mit mehr Durchblick und Leute mit weniger Durchblick? Frau Hüller, in einer Zeit, wo man fast nichts mehr durchschaut? Dann sage ich es eben zu Ende. Und dann, was steht da noch? Und das, darum haben wir ja Ernst Sloterdijk hier, der sich mit den alten Lösungen, ziemlich alten Lösungen für das Problem befasst hat. Wie kann man in einer Massenkultur gute Prozesse begünstigen, so will ich das mal nennen. Begünstigen ist eben das Gegenteil der Autorität. Ja, da steht, wählen sollte man dann nicht. Mehrheitsentscheidungen sollte man nicht. Es gibt Einsichten. Das steht gegen Ihre Aussage. Es gibt Einsichten, aber es gibt nicht die wahre Einsicht, sondern jede Einsicht hat eine Blindheit als Preis. Und diese Einsichten zirkulieren. Wer entscheidet, wo der Blinde wirklich ist? Aber ist nicht gerade in einer solchen, Situation ein solches Konzilmodell, was immer das bedeuten könnte, doch gerade die Weltgeschichte sozusagen durchprobierte Alternative gegenüber diesem eher pastoraltheologischen und elitistischen Modell. Nicht? Wir haben ja in der Geschichte des Katholizismus die Alternative zwischen der papalistischen und der konziliaristischen Strömung gehabt. Und wir haben sie eigentlich heute in Deutschland ironischerweise in dem gegenwärtigen Schwangerschaftsabbruchstreit wieder. Ja, ja. Und wir haben eine massiv konziliaristische Grundstellung in Deutschland beobachtet. Und zwar deswegen, ich glaube, das steckt ein guter und tiefer Grund dahinter, dass nämlich die Menschen tatsächlich aus Einsicht in die Endlichkeit von Intelligenz eher glauben, dass mehrere gutgesinnte, was immer das bedeuten mag, Intelligenzen zusammen sich doch gegenseitig eher in Richtung auf einen gültigen Wahrheitsprozess gegenseitig zu beeinflussen vermögen, als wenn wir jetzt sagen, wir richten ein für alle Mal gültiges Tabu auf, ja, und lassen dies von dem letzten Autokraten, also metaphysischen Autokraten auf dieser Erde, dem spirituellen Erben der römischen Kaiser, mit einem Machtwort mit höchsten metaphysischen Besiegelungen verfügen. Also aus diesem Grund glaube ich schon, dass wir gar nicht darum herumkommen, die Frage nach einer sozusagen aufgeklärten sozusagen Expertendemokratie, also so eine Art einem Konzilsmodell der Weltintelligenz, weiter zu diskutieren. Auch wenn Herr Grosser zu Recht sagt, dass die Erfahrungen mit dem bisherigen religiösen Ökumenismus eigentlich nicht so berauschend ausgefallen sind. Zwei, drei Bemerkungen. Erste, einer der Gründe, weswegen ich einstimme, ist, dass es auf keinem Gebiet viel Autorität mehr gibt. Das gilt für die Finanzmärkte, das gilt für die Wirtschaftsbestimmung, das gilt für die Wissenschaftler. Also natürlich kann man ein Haar ziehen, aber über was soll der überhaupt diskutieren? Um nur ein Beispiel zu geben, das wieder mal mit Ethik zusammenhängt. Wir diskutieren über unsere Welt und in dieser Zeit gibt es in Afrika ganze Felder, die brach stehen, weil es keinen lebenden Mann mehr gibt. Die sind alle von AIDS gestorben. Und hier sind wir wieder bei der Frage, wer, also ich sage das nicht sehr unchristlich, weil das bei Nathan dabei auch steht, wer ist der Nächste? Über wen diskutieren wir? Für wen versuchen wir etwas zu tun? Mit welcher Autorität? Und da ist die Gentechnik nicht, sie ist nicht das Dringlichste auf unserer Welt heute. Und wenn Sie ein solches Konzil zusammenrufen, erstens werden die Experten
nicht einer Meinung sein. Nationaler Ebene, wir haben in Frankreich ein Komitee d'Éthique, das genau über diese Fragen diskutiert, wo man sich sehr uneinig ist, man hat verschiedene Strömungen gibt. Aber das gilt auf einem Gebiet und wir sollten bitte die Genetik und die Genethik nicht überschätzen. In unserer heutigen Welt, wenn wir alle Milliarden Menschen einbegreifen, ist es etwas, was uns etwas näher angeht, aber Millionen von Menschen sterben daneben nicht wegen Genethik, sondern weil es AIDS gibt. Und dann ist die Frage, was ist die Dringlichkeit eines Konzils über die Millionen Menschen, die täglich sterben, diskutieren, oder über eine mögliche Zukunft, die wir haben. Ich sage das nicht, um die Diskussion abzuwerten. Nein, aber wir sollen uns nicht auf die Genetik beschränken, als das Thema, das wirklich wichtig ist in der heutigen Welt. Aber Herr Grosse, die Antworten für AIDS kommen aus der Genforschung. Das ist so gut wie sicher. Und wenn wir uns vor einer Lösung dieser Frage drücken, dass wir sagen, du darfst nur therapeutisch gezielt forschen, du darfst nicht mehr spielerisch suchen, weil du das nun an Material tust, das mit einer besonderen Würde, der menschliche Embryo zum Beispiel, ausgestattet ist, dann sagen uns die Wissenschaftler, wenn ich nicht zielfrei forschen darf, finde ich gar nichts. Das sind die Probleme. Es sind doch Probleme, es sind doch keine Scheinprobleme. Nein, und die sind mittendrin in unserer Verantwortung für andere Völker, die sich solche Suchprozesse und Spielprozesse und Neugierprozesse nicht leisten können. Also ich glaube, wenn wir zu dem Ergebnis kommen, dass das Thema gegenstandslos ist, täuschen wir uns sehr. Nein, ist nicht gegenstandlos. Ja? Ich wollte zum Gegenende unserer Diskussion doch einer gewissen Enttäuschung Ausdruck geben. Denn eigentlich war ich bereit, den Ansatz von Herrn Sloterdijk zu verteidigen, insofern er sagt, er hat meine Verteidigung gar nicht nötig und in einigen Punkten würde ich ihn auch gar nicht verteidigen. Aber insofern er sagt, diese Probleme kommen, sie sind zum Teil schon da, sie sind wildwüchsig, sie kommen aus dem Ehrgeiz, aus dem Streben der Forscher und auch der Industrie, denn darin steckt Macht und Geld und sonst mächtige Antriebskräfte und auch schlichte Neugier. Und wir müssen diesmal sozusagen die Straßenverkehrsordnung erfinden, bevor die ersten 5 Millionen Autos auf der Straße sind. Dies ist ja sehr sinnvoll. Aber jetzt weicht er aus und sagt, wir brauchen eine Art Weltkonzil. Und Weltkonzilien sind also Ideen von Philosophen, vor denen uns bisher mit wenigen Ausnahmen die Geschichte bewahrt hat. Wer soll das machen? Dann regieren die Philosophen und das ist genauso schlimm oder noch schlimmer, wie wenn die normalen Menschen regieren. Also das ist, glaube ich, ein Ausweichen. Nicht im Sinne von Herrn Grosser, der kritisiert das von der anderen Seite her. Aber das ist ein wirkliches Ausweichen davor. Vielleicht gibt es, vielleicht muss uns Herr Sloterdijk jetzt zugeben, er hat auch keine Antwort. Das ist ganz richtig. Ich versuche einen so realistischen Blick, wie es mir möglich ist, zu werfen in diesen Tunnel oder in diese Büchse der Pandora, von der ich, wie viele andere, deutlich erkenne, dass der Deckel abgehoben ist. Ja, und ich bin der Meinung, dass es in diesem Augenblick notwendig und richtig ist, rechtzeitig hinzusehen. Und diese Metapher, das sollte ich wirklich als solche begreifen, von einem Konzil, denkt ja nicht an eine Versammlung von Philosophen. Das wäre ganz falsch, sondern ich glaube wirklich an eine Versammlung von Personen, die angesichts des Ernstes der Lage ein Mandat haben oder bekommen. Ja. Und die angesichts der Unüberschaubarkeit der Problemlage eine Fülle von eben Einzelkompetenzen zusammensetzen, in der Art, dass so etwas wie eine Versammlung der humanwissenschaftlich Kompetenten im weitesten Sinn des Wortes entsteht. Also das ist gar nicht sehr platonisch und auch nicht so katholisch, wie es klingt, sondern es ist einfach ein Versuch, vorauszudenken im Hinblick auf die Größe und diese Gruppe, die so ein Regelwerk verfassen könnte. Es sei denn eben, aber man zieht sich eben auf die ganz klassischen Linien zurück, von denen ich aber nicht glaube, dass sie stark und deutlich genug sind für die sich ankündigenden Probleme, dass wir
in einer mehr oder weniger kultischen Art und Weise die Ebenbildlichkeit des Menschen gegenüber seinem göttlichen Urbild beschwören und auf diese Weise hoffen, mit so einer Art verbalen Magie die Unternehmer auf diesem Feld und die Spitzenforschung einzuschüchtern. Ich kann es mir nicht vorstellen. Und ich sehe aber auf der anderen Seite niemanden, der das aufhalten kann, wenn es eben nicht so eine selbstbindende Bewegung ist. In dem Punkt bin ich halt doch nach wie vor von solchen Figuren wie Heideggers Kehre, also als Philosoph, als Grundbegriff einer philosophischen Bewegungslehre. Nicht? Wir haben ja bisher immer nur den Revolutionsbegriff diskutiert, aber es gibt ja noch andere Bewegungen, die was mit Wahrheit zu tun haben. Nicht? Und das ist eigentlich der tiefe Sinn meiner Beschäftigung mit Heidegger. Was hat Wahrheit mit Bewegung zu tun? Wird Wahrheit im Vorausrennen gewonnen oder wird sie gewonnen, wenn man ein Stück gerannt ist und wieder zurückkehrt und so? Aber vielleicht ist das Problem also das sind Stürmersche, nicht Wahrheit, sondern wie regelt man einen Verkehr, von dem man noch gar nicht weiß, wie er aussieht? Kann man wirklich die Verkehrsordnung entwerfen, bevor der Verkehr sich entwickelt hat? Und ich würde sagen, nein. Jetzt sind das alles fliegende Autos, die auch unter Wasser gehen. Nur ein Wort. Meine Sorge ist, dass mit dem Ruf nach dem Konzil nicht darauf hingewiesen wird, dass wir die UNICEF haben, die sich damit befasst. Hier werden Emotionen aufgemacht, es wird ein Archetypus geboren, der uns unter Umständen zähmen könnte, mehr als alles andere. Es geht um die Freiheit, es geht um die Freiheit der offenen Gesellschaft, für die Popper gekämpft hat. Ich meine, wir sollten an Rilke denken und der sagte, dass es die Kugel der Offenheit sibt, um es Sloterdijk etwas näher zu bringen. Wir können auch, wenn wir an Archetypen reden, die Freiheit noch bewahren. Das ist meine Sorge. Nicht, dass wir von einem Konzil reden und an den Realitäten der Möglichkeit der UNICEF, der WHO vorbeireden. Darüber müssen wir diskutieren, dass die UNICEF das gemacht hat und inwieweit wir das noch zur WHO verlagern können. Das sind die Probleme. Alles andere sind Emotionen. Also da haben wir sicher ganz verschiedene Meinungen dazu, welches Vertrauen die Großorganisationen dieser Erde verdienen. Wir sind am Ende einer für uns sicher zwiespältig erlebten Debatte, aber das ist der Charakter dieser Themen. Sloterdijk hat in einem der vielen Interviews, zu denen er in diesen Wochen gerufen wurde, gesagt, jedes Individuum lebt aus einem Fundus von Vertrautheitserfahrungen und die Vertrautheitserfahrungen, das heißt, dass nicht jeder von uns bei Null anfangen muss, das hat nun Sloterdijk nicht hinzugefügt. Die können auch unser Feind werden, wenn es um ganz neue Fragen geht, in denen eben die Hintergrunderfahrung unvollständig ist oder fehlt. Und diese Befürchtung durchzog sicher unsere Debatte, dass wir aufgrund dessen, was wir wissen, erfahren haben, können und kennen, über Probleme der Zukunft, und da fällt mir dann Nietzsche wieder ein, mit einer Vergutmütigung und Harmlosigkeit, wie Sloterdijk das nennt, nachdenken, die uns unter Umständen dann doch vor verspätete Problemwahrnehmungen stellt. Und ich hoffe, wir haben Ihnen etwas von diesem quälenden Nachdenken vermitteln können. Und ich hoffe dennoch, dass Sie eine ruhige Nacht verbringen nach dieser schwierigen Debatte.